Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht's weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar, ja, wir gehen jagen. Genau. So, wir befinden uns auf jeden Fall, im Wald. Hier können wir das Schöne sehen. Also so ein Rehzeichen. Gut. Dann drücken wir hier E und kriegen hier erstmal einen Quad, ne? Denn so gehen wir heutzutage jagen. Gut, und wenn wir dann hier angekommen sind, haben wir hier Rehe. Und wir kriegen auch vom Job halt eine Machete zugestellt. Damit können wir die halt schlachten. Ups, Netzwerkfehler, okay. So, nochmal. So, und jetzt können wir das Ganze auch hier, ihn halt häuten. Zack, den nächsten. Gut, eigentlich macht man das mit einem Gewehr. Das Messer braucht man nur so. Aber die, ja, die Viecher haben halt keine Angst. So, den nächsten, zack, zack. Und der letzte haut immer extrem schnell ab und weit ab, also. Obwohl, jetzt nicht mehr. Vielleicht, weil wir mit einer Schrotflinte drauf geschossen haben oder so. Zack, treten, zustechen, ernten. Taktik. Ja, gut. Wenn wir es dann gemacht haben, erfolgreich so geerntet haben, könnten wir jetzt nochmal zurückfahren. Beziehungsweise können wir uns auch einfach hier hinspawnen. Und können das Ganze nochmal machen. Wir bekommen ja immer halt Leder oder sowas. Halt gut geschrieben. Und wie ihr es eingestellt habt, kann man dann natürlich so viel farmen, wie man möchte. Hier lohnt sich aber dann ins Waffengeschäft irgendwie so eine, so eine Art Gewehr mit reinzustellen oder so. Je nachdem. Um das ein wenig realistischer zu machen, weil so mit einer Schrotflinte drauf, ja, das ist ein bisschen ja komisch. Müsst ihr halt gucken. So. Das Ganze können wir dann nochmal machen und wiederholen, wiederholen, wiederholen. So lange, wie man halt keine Lust mehr hat. Ne? So, wenn wir dann fertig sind, haben wir hier unten, haben wir noch so eine Fabrik. Da muss ich kurz mal schauen, wie wir da reinkommen. So, ich glaube, das war hier. Nee, war es nicht. Cool. Ja, es gab so einen Lieferanten, eine Einfahrt. Ah, ich glaube, das war die hier. Ja. Na? Die will nicht hochgehen. Hier kommen wir eh nicht rein. Ja, guck. Die kommt so langsam hoch. Ja, das ist ein. Ja, komm schon.
Jetzt. Ja, gut. Gut, wenn wir dann das geschafft haben, können wir auch dann zum Point hinlaufen. Müssen wir einmal hier komplett rumlaufen. Ich weiß gar nicht, ob es noch einen anderen Eingang gibt. Zur Not muss man das halt irgendwie rausnehmen, das Tor oder so. Hier, ja. Noch weiter. So, aber hier. Ja, und hier können wir das Ganze dann schlachten und verkaufen, ne? So, zack. Haben wir dann unser, ja, 1550 so gemacht. War jetzt auch nicht so viel Arbeit, also die Preise kann man natürlich auch noch anpassen und so weiter und so fort. Somit werde ich jetzt mal die Installation zeigen. Link ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Einfach herunterladen. So, wenn wir das heruntergeladen haben, dann haben wir diesen Ordner und den brauchen wir jetzt auch. Und deswegen müssen wir uns einmal mit FileZilla einloggen und wir öffnen einfach mal die Server-CFG. So, in dieser Server-CFG müssen wir natürlich noch den Job, also den Ordnernamen kopieren. Dann sagen wir hier Start, Leerzeichen und dann den Ordnername. Jetzt nur noch speichern. Und einmal übernehmen. So. Wenn wir es gemacht haben, gehen wir in diesen Ordner und hier befindet sich eine SQL. Die kopieren wir uns raus und schieben sie einfach hier hin. So. Als nächstes brauchen wir natürlich die Datenbank. Hier klicken wir einmal auf den Datenbanknamen. Gehen auf Importieren, dann wählen wir die Datei aus, die heißt Item und klicken einfach auf Öffnen und hier unten dann nochmal auf OK. So, mit haben wir dann zwei Items hinzugefügt, das heißt einmal Fleisch und Leder, können wir hier halt noch umbenennen und ja, das ist schon fast alles. So, jetzt gucken wir uns doch mal die Main an. Ja, hier können wir zum Beispiel auch noch mehrere Tiere hinzufügen. Ne? Hier werden die halt gespawnt, so das heißt, wenn wir das einfach kopieren und dann noch 10 neue hinmachen, dann haben wir 15 Tiere oder so pro Job. Macht ja schon mehr Sinn irgendwie, ne? Hier können wir die Koordinaten noch anpassen, die wir ja eben halt, wo wir halt, wo man das starten kann und wo man das verarbeiten kann und so weiter und so fort. Ich suche eigentlich den Preis, wo war der? Vielleicht. Ja genau, hier. Hier können wir das vor dem Preis dann ändern für Fleisch, wie viel wir dann pro Stück so bekommen. Und halt für Leder können wir das hier auch ändern. Ne? Und wir müssen das Ganze dann noch übersetzen und zwar in diesen Dateien, also in der Server und in der Mail und im Client. Und zwar dann hier einmal. Hier. Ne? Und hier. Und den Rest können wir eigentlich hier auch übersetzen. Ja, genau.
Hier können wir das übersetzen. Hier können wir Kilo oder Gramm oder sonstiges halt hinschreiben. Hier können wir noch das Label übersetzen. Und. Das müsst ihr auf jeden Fall noch machen. Und ansonsten ist, ja, sind wir soweit ready to go. Ne? Gut, Leute. Dann würde ich sagen, falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut da rein und ciao, ciao.